Wie siehst du denn schon wieder aus, kleiner Mann? Cantolino hat sich extra schön gemacht für dieses Video. Und möchte eigentlich auch viel lieber Heu futtern gehen. Hallo ihr Lieben, ich nehme euch heute ein bisschen mit in Sachen Bau in Ponyhausen. Genauer gesagt machen wir die Weidezäune, die Weide, die Tore fit für den Frühling und für den Sommer. Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, das hier ist überhaupt keine Lösung. Am Anfang war da natürlich noch so ein richtiger Verschluss drauf. Den hat Kobi aber angefangen abzufressen und Kanto hat dann dem Ganzen den Rest gegeben. Deshalb binden wir das Tor aktuell zu. Und ja, ich denke, wir sind uns einig, dass das wirklich keine Lösung ist. Deshalb wird hier heute ein neues Tor reinkommen, auf das ich mich sehr freue. Das ist im Prinzip das gleiche Tor in einer anderen Größe, was wir schon in den Paddock verbaut haben. Dann werden wir außerdem Wölbchens Paddock ein bisschen professionalisieren. Das war wirklich eine totale Notlösung, was wir da gemacht haben. Wir checken einmal die Zäune. Vielleicht schaffen wir auch noch, die Weidetränken anzubringen. Talinski, hilfst du uns? Hilfst du uns? Wenn Charlie uns hilft, dann werden wir das auf jeden Fall schaffen. Und gucken mal, wie weit wir kommen. Ich werde euch ansonsten auch noch so ein paar Tipps und Tricks verraten, euch unser neues Weidezaungerät vorstellen und so weiter und so fort. Also in diesem Video dreht sich alles um die Koppel der Pferde, um die Zäune und wie man verhindert, dass die Ponys ausbrechen. Es nervt nämlich auch unwesentlich, wenn man das hier immer knoten muss. Und den Cantolino muss ich jetzt einmal vom Heu wegholen. Der wird nämlich jetzt einmal nach oben gesperrt, damit wir das Tor ausbauen können. Das wird ihm nicht gefallen, aber ich werde ihm einen kleinen Bergheu hinlegen. Wir haben uns für den Paddock-Eingang für das gleiche Tor entschieden, wie wir es hier schon im Paddock-Durchgang haben. Das haben wir schon vor einigen Wochen ganz am Anfang angebracht. Ich bin mega happy damit. Ich hatte am Anfang auch überlegt, da irgendwie ein Holztor reinzumachen. Aber Holztore sind zum einen deutlich teurer und zum anderen ja auch einfach nicht so haltbar. Und das Tor hier, das war super leicht anzubringen. Ist so stabil, wie ich mir das wünsche. Und vor allem mit diesem, ja, ich glaube, das nennt man Maul, kann man das auch ganz easy mit einer Hand aufmachen, zumachen. Das funktioniert einfach im täglichen Gebrauch super, super gut. Und das Schöne ist, dass die Tore einfach in der Länge ein bisschen verstellbar sind. Das heißt, wenn man die dann mal ausbaut und woanders einbaut, kann man die da auch noch benutzen. Und man hat einfach immer die perfekte Länge, die man braucht. Deshalb haben wir uns für den Paddock-Eingang auch für dieses Tor entschieden. Allerdings in ein bisschen kleiner. Und ich habe mir ein anderes Schloss dazu bestellt. Und zwar in dem Fall ein Durchschwingschloss. Das heißt, dass man das Tor in beide Richtungen dann öffnen kann. Und das ist genau das, was wir am Eingang brauchen. Bei den Produkten für die Weide habe ich mich für Akku Weidezaun entschieden. Es gibt ja verschiedene Firmen, aber generell bin ich mit den Kerbel-Produkten super happy. Und Akku bietet einfach so das komplette Sortiment an. Also es gibt Teile für jeden Fall, den man sich vorstellen oder nicht vorstellen kann, für jede Situation. Und ich habe da einfach auf einen Haufen all das gefunden, was ich brauche, um meine Zäune einfach sicher zu machen, das Ganze gut aufzubauen. Wir haben die Paddocks ja auch mit den T-Post-Pfählen gebaut. Und das finde ich super schön, weil die sind mega stabil. Also der Zaun hat bisher jedem Sturm und Wind standgehalten, sind aber trotzdem mobil, wenn man das Ganze mal verstellen möchte. Und ja, bin da einfach komplett fündig geworden, habe eine sehr, sehr gute Beratung bekommen. Genau. Und ich mag das einfach, wenn man ja bei so einer Produktlinie, bei einem Hersteller bleibt, weil dann kann man Dinge auch immer wieder nachbestellen und findet einfach alles aus einer Hand. So, ich würde vorschlagen, ich quatsche nicht lange, wir bringen jetzt das Tor an. Haben wir das gut gemacht? Wie findest du? Kanto findet das Tor super. Passt, wir müssen jetzt hier eigentlich nur noch das Gegenstück anbringen und dann ist das schon mal erledigt. Jetzt werden wir auch noch die Weidetränken neu installieren. Die Tränken, die hier dran waren, die waren echt sehr, sehr in die Jahre gekommen und super dreckig und waren auch irgendwie so aus so einem, ich weiß gar nicht, ob das
Metall war. Auf jeden Fall sahen die echt fies aus. Hier habe ich mich jetzt auch für große Schwimmertränken entschieden. Die sind ein bisschen kleiner als die in den Boxen. Viele von euch, das habe ich bei Insta gemerkt, kennen Schwimmertränken gar nicht. Ich bin ein riesengroßer Fan. Also es gibt ja sonst diese Tränken, wo man immer entweder gegen so einen Penöpel oder gegen eine Zunge drücken muss und dann bekommen die Pferde ihr Wasser. Bei Schwimmertränken ist es so, die heißen Schwimmertränke, weil im Prinzip in diesem Gehäuse hinten ein Schwimmer drin ist und der signalisiert, wenn der Wasserstand zu niedrig ist und dann wird das Wasser automatisch aufgefüllt. Das heißt, dass die Pferde hier wirklich immer das komplette Becken voller Wasser haben und nicht erst drücken müssen, um an Wasser zu kommen. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass die Pferde aus solchen Tränken oder wenn sie generell aus Eimern trinken und frei trinken können, viel, viel mehr Wasser zu sich nehmen, was natürlich wünschenswert ist, dass sie genug trinken. Und deshalb habe ich mich jetzt auch auf der Weide für diese Tränken entschieden. Und wir werden die jetzt einmal hier irgendwie dran bauen. Familie Knösebrecht ist natürlich auch mit am Start und kontrolliert hier, ob das alles gut gemacht wird. Einer arbeitet, einer trinkt Kaffee. So läuft das hier. Fienchen, ist das dein Ernst? Möchtest du auch aus der neuen Tränke trinken? Fienchen kontrolliert einmal. Der wirklich dein Ernst, Fienchen, hast du gerade meine kompletten Bits einmal auf den Boden verteilt? Hatte ich erwähnt, dass es unfassbar kalt ist und fies und nieselig und regnerisch. Aber wir ziehen das Projekt jetzt heute durch und das nächste Projekt ist relativ leicht erkennbar. Das ist dieser wunderschöne Zaun. Wir haben hier nämlich ein schickes System. Da ist tatsächlich Strom drauf, auch wenn man das nicht glaubt. Da knote ich das immer mit so einem Dings fest und lege dann den Strom da drauf. Und ich demonstriere euch kurz, wie ich es abmachen muss. Man muss immer warten, bis es aufhört zu bitzen. Dann nimmt man zum Strom weg. Und dann kann man den Zaun lösen und ich demonstriere kurz, was dann passiert. Ich bin froh, dass Wölbchen so ein braves Pferd ist, weil, seien wir ganz ehrlich, das hier ist überhaupt keine Lösung. Wir haben die zwei großen Paddocks ja gemacht, weil ich anfangs geglaubt habe, dass ich immer ein Pferd dann irgendwie im Stall lasse und wechsle. Seien wir ganz ehrlich, ich will die halt alle den ganzen Tag draußen stehen haben. Und deshalb haben wir dann dieses kleine Paddock so provisorisch gebaut. Haben hinten auch irgendwie das Ding einfach dran geknotet. Also wirklich so alle No-Gos gemacht, die man im Weidebau machen kann. Man muss dazu sagen, dass auch diese Plastikpfähle natürlich eigentlich viel, viel besser anzubringen sind, wenn man das ordentlich macht. Wir haben das Ding hier irgendwie so in anderthalb Minuten irgendwie zusammengeballert und haben das jetzt einfach für 2 Monate so stehen lassen. Liegt also nicht an den Produkten. Man kann die auch super verbauen. Ich werde tatsächlich die Plastikpfähle auch nehmen, um die Weiden abzutrennen, weil das echt gut funktioniert. Aber das hier war einfach sehr liebloser Mist, weil wir gedacht haben, es ist halt prophylaktisch und wir bauen das viel eher ordentlich. Naja, es hat hier 2 Monate rumgestanden und wir bauen das jetzt einfach richtig. Prophylaktisch oder provisorisch? Prophylaktisch oder provisorisch? Was meinst du, als einfach nur dahingeschissen? Das ist provisorisch. Prophylaktisch ist Vorbeugen. Ah ja, prophylaktisch, damit das Pferd nicht ausbricht, haben wir es provisorisch gebaut. Also, wir haben diesen Zaun provisorisch gebaut. Wieso verwechsel ich denn prophylaktisch und provisorisch? Also, wir haben eine Ausbruchprophylaxe provisorisch gebaut. Die war Mist. Wir machen jetzt eine dauerhafte Lösung hierhin. Hier sieht man in wirklich absoluter Perfektion, wie man es nicht macht. The truth about, während die Jungs jetzt gerade die Metallpfosten reinschlagen, das hört ihr übrigens auch gerade, zeige ich euch einmal, wie es dann aussieht, wenn man sowas noch nie gemacht hat und im totalen Chaos landet. Um ehrlich zu sein, ich war am Anfang total überfordert von den ganzen Teilen. Wobei, wenn man sich da kurz damit beschäftigt, entwickelt das Ganze eine große Logik und man versteht auch, was wofür ist, welches Teil man braucht.
am Anfang ist natürlich wichtig, dass man eine Idee hat. Also dass man sich erstmal überlegt, okay, wie soll das Ganze aussehen? Heute haben wir jetzt die Situation, dass wir auch sozusagen anbauen. Also wir hatten das andere System fertig und bauen jetzt an. Das ist dann immer nicht so leicht. Also im Idealfall macht euch echt vorher irgendwie eine fixe Planung, zeichnet euch das alles auf, durchdenkt alles, überlegt euch, wo ihr Tore braucht, wo ihr keine Tore braucht. Zum Beispiel brauche ich eigentlich an dem anderen Paddock auch noch einen Eingang, weil ich aktuell immer durch das eine große Paddock durch muss. Das ist nicht optimal. Mit einem Plan ist es auf jeden Fall besser. Wenn ihr diesen Plan dann habt, dann könnt ihr nämlich auch schauen, welche Teile ihr sinnvollerweise benutzt. Und da kann ich nur sagen, bei Arco gibt es wirklich für alles etwas. Es gab so ein paar Situationen, wo ich nicht genau wusste, was ich brauche. Da habe ich auch eine super Beratung bekommen. Und ich muss sagen, dass die Sachen, wenn man sie einmal verstanden hat, was wofür ist, auch einfach so gut funktionieren, dass man einfach alles lösen kann. Am Anfang bin ich davon ausgegangen, dass ich hier definitiv einen Holzzaun setzen möchte. Klar, ein Holzzaun ist immer schön. Mich haben diese Metallpfosten mega überzeugt, was ich am Anfang echt nicht gedacht hätte. Ich dachte immer, die sind irgendwie wackelig, nicht richtig fest. Wenn ein Windchen kommt, fallen die um. Ist absoluter Quatsch. Wir haben ja auch diese Ramme dafür, also die gehen echt ziemlich leicht in den Boden und trotzdem sitzen die wirklich bombenfest. Das ist super, super cool. Kleiner Tipp, wenn ihr die in den Boden einschlagt, wenn es sehr trocken ist, wässert den Boden vorher einfach so ein bisschen. Wenn der Boden nass ist, dann könnt ihr die wesentlich leichter reinschlagen. Den Fehler haben wir am Anfang gemacht. Und ich glaube auch, wir haben beim Zaunbau am Anfang wirklich jeden Fehler mitgenommen, den man machen kann, jedes No-Go. Ein No-Go, was ich auch mitgenommen habe, ist, dass man Bänder einfach an andere Bänder knotet oder Litzen an Litzen knotet und glaubt, dass das super funktioniert. Natürlich wird der Strom irgendwie weitergeleitet, allerdings ist es einfach nicht wirklich sinnvoll und es ist wirklich ein absolutes Provisorium. Ihr habt das ja gesehen, Wölfchens Paddock hatte ich ja auch irgendwie da dann an den Zaun geknotet. Nicht sonderlich sinnvoll. Ich bin einfach gerade jetzt hier in Ponyhausen, weil wir ja hier auch vorhaben, länger zu bleiben, ein echter Freund davon geworden, irgendwie Sachen wirklich ordentlich zu machen und gut zu machen und nicht einfach nur irgendwie zu gucken, dass sie in dem Moment funktionieren. Und deshalb für mich wirklich inzwischen ein absolutes No-Go, einfach die Zäune zusammenzuknoten. Denn es gibt da tatsächlich auch richtig tolle Produkte, wie dieses zum Beispiel hier, nennt sich Litzclip. Litzclip gibt es eben für Litzen, gibt es aber auch für Bänder, heißt dann trotzdem Litzclip. Und ich habe das hier schon einmal ausprobiert, habe daraufhin relativ viele Nachrichten bekommen, dass es angeblich bei Wind und Strom nicht hält. Ich kann mich nicht beschweren, bei mir hat das tipptopp gehalten. Und vor allem hat man dann wirklich eine Garantie, dass der Strom so weiterfließt, wie er auch fließen soll. Wofür übrigens auch immer gerne geknotet wird, ist, wenn man das obere Band mit dem unteren Band verstromen will sozusagen. Aber auch dafür gibt es Produkte. Das hier sind solche Metallplättchen, die macht man dann an das obere Band, an das untere Band dran und hat da einfach eine richtige Verbindung. Weil auch da ist so die Variante mit einer Litze knoten. Kann man machen. Wir haben hier aber echt festgestellt, dass der Stromfluss absolut leidet. Wir merken jetzt einfach, dass der Strom super zuverlässig fließt. Und ehrlich gesagt, ich habe auch keine Lust, da jeden Tag zu schauen bzw. mir Sorgen zu machen. Ich möchte einfach, dass die Sachen gut funktionieren. Den Zaun sollte man natürlich trotzdem regelmäßig kontrollieren. Wobei es dafür ja auch Fence Control gibt, eine App. Ich glaube, das werde ich hier auch noch nachrüsten. Dann bekommt man nämlich einen Alarm, wenn der Zaun nicht in Ordnung ist. Ist vielleicht jetzt für so ein Projekt wie hier, wo ich ja jeden Tag drauf schaue und jeden Tag bin, nicht ganz so wichtig. Mir ist es trotzdem wichtig. Und gerade wenn man wirklich größere Projekte hat, wo man nicht jeden Tag kilometerlang irgendwie Zaun abgehen will, ist das, glaube ich, eine richtig gute Möglichkeit. Philipp hat gerade mehrfach eine gewischt bekommen. Es empfiehlt sich natürlich, den Strom für diese Arbeiten abzustellen, denn wir haben einen Elektrozaun.
So, das werde ich jetzt noch einmal auseinanderbauen. Diese Plastikpfähle, die nehmen wir dann für die Weiden, um die abzutrennen. Das Band werde ich auch mal aufheben, das kann man auf jeden Fall noch benutzen. Und dann gucken wir gleich mal, ob wir Strom drauf haben. Mega cool, ich bin total happy mit der Lösung. Jetzt haben wir hier auch endlich einen vernünftigen Zaun stehen und ich muss mir da nicht immer Gedanken machen, dass das ganze Konstrukt irgendwie wegfliegt. Tatsächlich ging das jetzt auch richtig, richtig schnell. Also als wir beim ersten Mal gebaut haben, war das echt so, okay, was macht dieses Teil, was macht dieses Teil? Wenn man das ganze Konzept einmal verstanden hat, kann man das echt super schnell machen, auch umsetzen, ändern, verändern. Trotz allem sollte man halt, wenn man von null anfängt, einmal grundsätzlich planen, damit man nicht so viel dann dran bauen muss. Aber ich bin mega happy, wie das funktioniert hat. Außerdem haben wir ja auch noch das Tor gesetzt, das hat auch funktioniert. Und die Weidetränken konnten wir auch noch installieren. Also alles tippitoppi, Plan komplett erledigt, To-Do-Liste abgehakt. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat, dieses Video ein bisschen zu verfolgen. Wenn ihr Fragen zu der ganzen Geschichte habt, dann könnt ihr die gerne unten in die Kommentare tippern. Ich versuche, die so gut es geht zu beantworten. Ansonsten frage ich einmal bei Akku nach. Die können bestimmt alle Fragen beantworten, auf die ich keine Antwort habe. Und wir, ihr Lieben, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!